Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Da sind die Zuschauer. Das ist mir nicht erinnerlich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die drei werden wir demnächst wieder öfter hören. Seit heute gibt es einen mehr im Korruptionssumpf. Jetzt aber wirklich Ernst Strasser, einst mächtiger Innenminister des Landes unter Wolfgang Schüssel, ausgezeichnet mit dem goldenen Ehrenzeichen am Bande für die Verdienste um die Republik. Stolpert gerade über die Lobbying-Affäre und dieses inzwischen berühmte Video in diesem inzwischen berühmten Englisch. Dem Ex-Minister drohen 10 Jahre Haft. Am Sonntag, den 20. März 2011, wird das endgültige Karriereende von Ernst Strasser eingeläutet. An diesem Tag veröffentlicht die Sunday Times das Video mit ihren Recherchen. Noch am selben Tag tritt Strasser als EU-Abgeordneter zurück. Sätze wie diese, die er an zwei englische Undercover-Journalisten gerichtet hat, sind ihm zum Verhängnis geworden. Doch der Weg bis zur heutigen Anklageerhebung ist ein langer. 1,5 Jahre haben nun die Ermittlungen gedauert. Dieser eine Punkt, der war von Anfang an relativ klar, zu was das führen wird. Daneben spricht aber in diesem Fall der Beschuldigte von anderen Aufträgen, von anderen Geschäftspartnern, für die er möglicherweise auch Lobbying betrieben hat. Das heißt, man muss Dutzende Konten öffnen lassen, die Unterlagen durchschauen, andere Beweise suchen. Strassers Verteidigung, nachdem das für ihn peinliche Video veröffentlicht wird. Ich bin der Leidtragende. Man wollte mich bestechen. Und man ist auf Granit gebissen. Eine Verteidigung, die mittlerweile auch für viele von Strassers ehemaligen Parteifreunden nicht ganz glaubwürdig ist. Der Anwalt von Strasser prüft derzeit, ob ein Einspruch gegen die Anklage erhoben wird. Das könnte den Prozesstermin zumindest verzögern. Ja, die Rechtsfrage ist das, was er gemacht hat, beziehungsweise was ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legt, überhaupt strafbar oder nicht? Und wir werden jetzt prüfen, wir werden uns die Anklage genau anschauen und werden prüfen, ob wir einen Einspruch gegen die Anklageschrift erheben oder nicht. Für die ÖVP ist der Fall Strasser aber schon jetzt abgeschlossen, denn Strasser hat mit seinem Rücktritt im März 2011 auch seine Parteimitgliedschaft ruhend gestellt und ist seitdem kein Mitglied der ÖVP mehr.